Hallo und willkommen bei Modelis. Hello and welcome to Modelis. Und wir kleben das jetzt mit 5 Minuten Epoxy hier ein. We glue this on with 5 Minuten Epoxy. Of course we got one for the other side. Um das Abreißverhalten der Maschine zu verbessern, haben wir Wing Fences installiert. To improve the stall characteristics, we installed Wing Fences and we installed Vortex Generators. Also wir haben Vortex Generatoren noch installiert. Die Wing Fences sind aus ABS ausgeschnitten und werden eingeklebt. Und die Vortex-Generatoren sind kleine rot lackierte ABS-Stücke, die in die Flächen eingeklebt werden. Okay, wir haben nun ein Loch in die Nase gebohrt, we drilled a hole here. Und ich habe ein Messingrohr verwendet und habe in dieses Messingrohr ein M2-Gewinde geschnitten. And I tapped it with a M2 und kann nun diese Gewindestange hier einschrauben. And I can screw in this wire and so we got our piece. And we're gonna glue this in now into the nose with some epoxy. Und wir geben das jetzt so mit etwas Epoxy an die Nase. Danach schneiden wir den Draht noch auf richtige Länge ab. Then we trim the wire to the right size and we're done. And we can unscrew the wire for transportation. Für den Transport können wir den Draht herausschrauben. Okay, wir haben nun das Cockpit mit dem Piloten verklebt. Wir haben dazu ein doppelseitiges, stark klebendes Klebeband verwendet. We use some double-sided tape to combine the lower and upper part. So now it fits more or less perfectly on the plane. Und für das Modell passend zugeschnitten. Und jetzt muss es nur noch entsprechend montiert werden. Now we just have to mount it correctly. Da wir inzwischen mit einigen Kollegen, die das Modell fliegen, diskutiert haben, because we were discussing different things with some other pilots of this model, and we decided to move the center of gravity back for 20 mm back. Und wir haben uns entschieden, den Schwerpunkt 20 mm nach hinten zu verlegen. Originally we want to use the center of gravity 90 mm off the front edge of the wing. And now we moved it back to 11 cm, which means 110 mm of the front edge of the main wing. Because of this change, we have to move our batteries, which were originally stored in the front. Aufgrund dieser nach hinten verschiebenden Schwerpunkts mussten wir die Batterien, die wir ursprünglich über dem Rad in der Nase montiert hatten, nun nach hinten bewegen. They were moved under the ECU and the receiver. Die wurden unter der ECU, also der Turbinensteuerung und dem Empfänger, nun montiert. Wir haben dazu einen eigenen Tray gebaut. We made a tray for the batteries and they are mounted there, and with this position we achieve the new center of gravity. Mit dieser Position erreichen wir nun den neuen Schwerpunkt, den wir verwenden wollen.
Wir haben nun die vorderen Haltungen der Kohlefaserrohre, zwei dünne, mit Superkleber provisorisch fixiert und werden sie nun mit Epoxyharz endgültig fixieren. We glue down with some CA glue the front holder for the cockpit and just to check the position, and now we will use some epoxy glue to finally fix them in place. And we also glued on a canopy lock. Wir machen einen Verschluss für die Haube eingeklebt. Jetzt müssen noch die zwei Teile ineinander verbunden werden, um die verbundene Haube korrekt zu schließen. We have to combine these two to close the canopy. Okay, we glued in some wood here, wir haben jetzt das Holz eingeklebt und müssen jetzt hier noch ein Loch hineinbohren, in dem dann die Befestigung einrastet. And we have to drill a hole here for the lock. To find the correct place for the lock, um den richtigen Platz dafür zu finden, machen wir folgendes. Nutzen einen Stift und malen hier vorne die entsprechend an und platzieren die Haube and we place the canopy correct position and let it go. And then we got a small black dot here. Und dann haben wir einen schwarzen kleinen Punkt hier, bei dem wir wissen, wo wir hineinbohren müssen. So now we know where we got to drill the hole. Now we got the hole here. And let's have a look. And it fits perfectly. Es passt perfekt. Wir haben das Cockpit montiert und geschlossen. It fits perfectly. Cockpit is mounted and locked. Okay. So, kurz vor Fertigstellung. Wieder eine geniale Idee unserer Freunde aus Fernost. And last minute, nice idea of our friends in the Far East. Check out this cover. It's meant to be mounted like this. But if you check the corners, also wenn wir diese Ecken hier ansehen, die Dachdecke so zu montieren, dann stellen wir fest, dass dieses Teil auch anhand dieser Markierungen so herum gehört. When we check out the corners and we check out the markings on the part, we see that the cover should be placed like this. And then it fits much better, of course. Auf diese Weise passt dieses Teil natürlich auch viel besser. Natürlich haben wir hier ein Farbproblem nun, weil natürlich die Farben verkehrt rum drauf sind. Ja. Das heißt, wir werden dieses Teil ein bisschen abschleifen und dann herum lackieren. Weil es ist sicher eine bessere Passung, wenn wir es so machen, als wenn wir es mit Gewalt andersherum montieren. So we have to remove the colors, paint it red here, because I think it's better to mount it like this, because it fits much better than to mount it like this with a lot of force, but you won't never have this correct fit here. So that's why we're gonna remove the paint here, paint it white and red. Thanks to the maker for this additional work for me. Danke, unsere Freunde in Fernost, für diese zusätzliche Arbeit. So, jetzt haben wir das abgeschliffen und lackiert. Now we painted this part completely white. And we're gonna mount this part like this. Und wir werden diesen Teil jetzt hier entsprechend montieren. Und im Nachhinein dann den Bereich rot lackieren. And after mounting it, we will paint this part red. And hopefully no one will see that. We turned this part around because of our friends in China who painted it the wrong way. Now we got our cover finished. You can see we painted it red in the front and it's white in the back. And yes, unser Cover ist fertig. Unsere Abdeckung für das Fahrwerk ist fertig. Vorne rot lackiert, hinten ist sie nun weiß. Passt sehr gut. Mit 6 Schrauben befestigt und natürlich ausgeschnitten für das Fahrwerk. Und natürlich funktioniert das auch schon.
man sehen kann. Alles bestens soweit. Yes, as you can see, working fine. So, we're getting close to finishing this baby. Wir werden langsam mit unserem Langzeitprojekt der T45 fertig.